Und schon wieder ein Produkt, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar Curry Q, Currywurst, fruchtig, im Glas, haltbar bis 16.04.2021. Die werde ich euch gleich warm machen und werde sie dann probieren. Brennwert pro 100 Gramm, 229 Kalorien, 13 Gramm Fett, 3,4 Gramm gesättigte Fettsäuren, 20 Gramm Kohlenhydrate, davon Zucker 18 Gramm, Eiweiß 8,1 Gramm und Salz 2,3 Gramm. Und wir haben eine Gesamtmenge von 350 Gramm. Also das ist schon eine ganz schöne Kalorienbombe. Aber für die Krise ist das genau das Richtige. Ich muss jetzt allerdings noch sehen, wie es schmeckt. Inhaltsstoffe kann ich euch auch schon mal verraten. Da drin ist 55% Rostbratwurst aus Schweinefleisch, Trinkwasser, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Gelbsenfmehl, Sellerieknolle, Wasser, natürliches Aroma, Milcheiweiß. Und E272C Emulgator. Dann Würze, Glukosesirup, Zucker, Schweinedarm. Die Currysoße 45%, Wasser, Zucker, Tomatenmark, Apfelmark, modifizierte Stärke, Branntweinessig, Speisesalz, Säurungsmittel, Gewürze, Verdickungsmittel, Karamell und Konservierungsstoff, da muss ich selber nachgucken, E202 und E211 und Gewürzextrakte. Also das hört sich nicht so gut an. Da müsste ich selber jetzt erstmal recherchieren, ich weiß es nämlich auf dem Kopf auch nicht. Wenn ich es irgendwie rausfinde, dann blende ich es unten ein. So, ich werde das Ganze im Topf warm machen. Eigentlich soll das ja, ich muss mal kurz gucken, kriege ich das in den kleinen rein? Ja. Ja, lieber den, doch, ich nehme den kleinen, das müsste gerade so gehen. So, dann werde ich mal meinen Gaskocher einheizen, dann nehme ich meinen Mini-Gaskocher wieder. So, jetzt brauche ich natürlich noch Feuerzeug. Riechen tut schon mal ganz gut. Und rauskommen will es nicht. Dann brauche ich wohl eine Gabel. Jetzt muss ich mal gucken. Ich werde doch den großen nehmen. Doch, da wollen wir das Ganze mal probieren.
Also die Wurst ist sehr fest. Und die Soße? Das ist wirklich sehr fruchtig. Ganz leichte Schärfe. Aber wirklich nur ganz leicht. Da fehlt jetzt definitiv für mich, für meinen Geschmack, noch ein bisschen Currypulver dran. Aber die Bratwurst selber schmeckt nach richtiger Bratwurst. Aber schlecht ist sie nicht, also die Currysoße schlecht ist sie nicht, also müssen wir noch nachwürzen. Ich habe jetzt aber nichts hier zum Nachwürzen, also. Einen kurzen Schluck trinken. Also Fazit zu der Currywurst. Ich hätte mir doch die scharfe, die pikante bestellen sollen. Aber ich habe mir gedacht, naja, ist die zu scharf. So ist es gut. Man kann selber nachwürzen. Qualität. Gut, doch sehr viele E-Stoffe drin, was eigentlich nicht so mein Fall ist. Weil ich versuche auch gerade ein bisschen abzuspecken und Currywurst ist eigentlich genau das Falsche. Ich esse fast kein Schweinefleisch mehr und wenn dann nur noch gutes Rindfleisch und Fisch oder ganz verzichten oder wenn dann Geflügel manchmal auch. Ansonsten merke ich jetzt gerade, es kommt so ein leichter Nachgeschmack. Das könnte aber auch mit dem Topf zusammenhängen, die gerade ein bisschen angebrannt ist. Aber ansonsten, zum Einlagern, für zu Hause, gut geeignet. Wenn wirklich mal was ist, mit Stromausfall und so, man kriegt ja auch nichts mehr. Kühlschrank geht nicht mehr, dann hat man hier Currywurst. Ich habe ja schon mehrere vorgestellt. Das war aber alles keine Bratwurst, das war alles Bockwurst überwiegend. Das hier ist richtige Rostbratwurst. So, und die ist jetzt etwas, so etwa ein Jahr haltbar. Diese Dose, diese Gläser, sehr gut, wenn ich angeln gehe, kann ich so ein Ding mitnehmen. Ich glaube sogar, dass ich so ein Glas hier reinkriegen würde in meinen Topf. Aber zum Mitnehmen ist es echt eine gute Sache, glaube ich, doch. Schön wäre jetzt noch ein paar Pommes dazu. Aber Pommes habe ich noch nicht gefunden, dass es die auch schon so gibt. Aber Bratkartoffeln zum Beispiel kann man auch dazu essen. Und die kann man auch wunderbar, ich habe so eine kleine Pfanne, geht auch dazu. Bratkartoffeln mit Currywurst, mal was Neues. Und dann beim Angeln vielleicht, hat was. Na gut, dann war es erstmal zu diesem Video. Also kaufen, jein. Wer es mag, sollte sich ein Glas irgendwie besorgen aus dem Internet. Ich kann auch gerne nochmal die Internetadresse unten drunter schreiben. Es gibt Alternativen. Die kennt ihr auch alle, die aus dem Kühlregal und so weiter. Die anderen, die ich euch vorgestellt habe. Ich habe jetzt noch eine Sorte Currywurst in der Dose. Die werde ich euch aber nicht vorstellen, weil ich da nur eine Dose von habe und die sind im Moment nicht lieferbar. Deswegen, die gebe ich erstmal nicht weg, weil da weiß ich, die schmeckt auch. Aber da kann ich euch auch sagen, die wird erstmal demnächst wohl nicht mehr produziert. Leider. Ansonsten, Fazit dazu, kann man essen, muss man aber nicht. Das war das Fazit dazu. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das Kommentieren nicht, vergesst das Liken nicht, vergesst das Disliken nicht, wenn ihr die Videos nicht mögt, die ich mache. Ich habe halt meinen eigenen... Ich mache meine Videos, wie ich das mag. Vergesst das Kommentieren nicht, vergesst das Abonnieren nicht. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, drückt die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Video wieder. Euer Holger Tschüssikowski.